Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Ja, in diesem Video werde ich euch mal mein zusammengestelltes Deck zeigen. Das gehört jetzt mir. Und vorweg muss ich sagen, also wer sagt, das Deck ist schlecht, der kann es einfach nicht beurteilen, weil ich habe es mit sehr vielen Freunden ausprobiert und ich habe in der Regel von 5 Spielen 4-mal gewonnen. Und ja, fangen gleich an, ich werde es euch zeigen. Es ist so ein Mischmasch-Deck, also es ist alles dabei. Diesmal habe ich auch also ein paar Synchros reingetan. Und ja, fangen wir an. Einmal habe ich hier Hypersynchron. Dann habe ich Geisterwache. Ewig infernaler Wächter. Schneller Läufer. Rese, die Eisheerin, Schildflügel und Gerümpelsynchronisierer, Sprengkugel, Amazonische Schwertkämpferin, die habe ich, ja genau, die habe ich noch einmal drinne, Schimmerdrache, dann hier ein Gaius. Dann plündernder Hauptmann, noch ein Gerümpelsynchronisierer, ein Beschwörungsmönch, ein Barrieresonator, noch ein plündernden Hauptmann und amazonische Kämpferin. Dann habe ich an Zauberkarten schwerer Sturm, voreiliges Begräbnis, verräterische Schwerter. Buch auf, ja, Buch des Mondes. Blitzeinschlag. Topf der Gier. Mystischer Raumtaifun. Blitzgewitter der finsteren Welt. Dann hier Smashing Ground. Doppelbeschwörung. Feindkontrolle. Und nochmal mystischer Raumtaifun. Jetzt kommen die Fallenkarten. Da habe ich magischer Zylinder, Staubtornado, dann Ruf der Gejagten, nochmal Staubtornado, nochmal magischer Zylinder, reißender Tribut, bodenlose Fallgrube, Sakuritsu-Rüstung. Dann Eisenschrott Vogelscheuche, angsteinjagendes Gebrüll und nochmal Eisenschrott Vogelscheuche. Und ja, kommen wir jetzt zu meinem Extra-Deck, also meinen Synchro-Karten, die ich in diesem Deck drin habe. Da wäre zum Beispiel also als erstes hier der gefrorene Fitzgerald, dann ein Schrotterzunterwäldler wegen 2700 ATK. Dann die stygischen Unteroffiziere, ein Kollo, ein antiker Feendrache, zweimal Stardust Dragon, sollte eigentlich klar sein, und einen schwarzen Rosendrachen. Ja, das war das Deck. Ich hoffe, ihr konntet viele Kombos raussehen, also zum Beispiel. Buch des Mondes kann man eigentlich mit vielen guten Karten, die hier in dem Deck enthalten sind, also zum Combo bringen. Und ja, das war eigentlich das Deck von mir. Bitte bewertet es. Und ja, ihr könnt mir gerne noch in die Kommentare schreiben, was ihr verbessern könntet, also was man verbessern könnte. Dann werde ich mal schauen, ob ich die Karte habe. Und ja, ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss.